So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer Mod-Vorstellung bei den Simu-Freunden. Wir haben hier den Class Dominator 108 SL von, hier steht's, Rival. Vielen Dank dafür. Du hattest schon mal den 88er gemacht, der war vielen ein bisschen zu klein, aber die Mischung macht's. Und ja, jetzt haben wir hier, würde ich sagen, einen mittleren und ja, die Texturen von außen. Ja, muss man leider so sagen, wie es ist. Die sind jetzt nicht die schönsten, wenn ich mir hier so die Blinker angucke oder die Tür hier oben, ne? Aber wie gesagt, es geht ja auch um die Funktionen. Natürlich auch ums Optische, aber gut. Wir haben unter anderem verbaut, jetzt muss ich mal schnell nachlesen. In der Zeit bleiben wir einfach mal so stehen, dann sehen wir schon mal den gesamten Umfang, komme ich auch gleich nochmal dazu. Also wir haben hier das Beifahrerskript, finde ich sehr, sehr cool. Wir haben animierte Leiter, diese hier, und die Türen sind auch animiert. Wir haben einen Kennzeichenmod verbaut, haben wir natürlich schon gesehen, hier ist er. Da können wir dann gleich zulassen. Und wir haben Auslastung. Wir haben Auslastung und es wirkt sich auch auf den Ertrag aus. Also ab 90% Auslastung, da sinkt die Dreschqualität, das heißt, wir kriegen dann einen geringeren Vertrag. Bei 100% Auslastung verstopft der Schrägförderer, dieser hier, den muss man dann wieder befreien. Und ab 95% Auslastung beginnt es zu piepen und das piept dann auch weiter, wenn er verstopft ist. Ne? Also weiß man dann schon. Dann haben wir das Kornproben-Skript. Wir können hier also eine Kornprobe entnehmen. Wir können auch während dem Regen dreschen, allerdings mit Ertragsverlust. Und links neben der Kabine kann eine Kornprobe entnommen werden. Wo ist denn links neben der Kabine? Ach so, hier außen dann wahrscheinlich, hier links dann gleich. Ah ja, das schauen wir uns gleich mal an. Genau, dann haben wir das C600 Schneidwerk, das ist dieses hier, 6 Meter, sagt ja der Name schon. Und ja, hier auch wieder teils von den Texturen her, gucken wir uns dann aber gleich nochmal an, wenn es angekoppelt ist. Und wir haben hier das Geringhoff Maisgebiss dabei, welches auch wieder klappbar ist. Wir gucken mal eben in den Shop. Hier haben wir das Ganze und der Erntemaschinen selbstverständlich für 64.000 gehört er uns. Er hat stolze 220 PS und eine Kapazität von 6.500 Liter. Finde ich okay. Und die Schneidwerke, das sind diese beiden hier. Hier haben wir das 6 Meter Schneidwerk für einen schlappen Zehner und das Horizon Star 6 mit stolzen 4,5 Meter. Dürften dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 rein sein. Wunderbar. 4,5 Meter, wie gesagt, und kostet 16.500. Genau. Das ist das ganze Pack. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal in Action an. Wir können hier schon mal oben die Tür öffnen. Zumindest, ja. Da passen wir noch nicht ganz durch. Wenn sie noch ein bisschen aufgeht, dann passen wir auch durch. Jawohl, jetzt passen wir auch durch. Und die Leiter können wir noch hochklappen. Autsch. Genau. Sieht natürlich besser aus, wenn die Tür dabei zu ist. Gut, das hätten wir. Wir steigen jetzt einfach mal ein, würde ich sagen. So, dann machen wir die Tür zu und klappen die Leiter hoch. Genau, so sieht es doch gleich viel besser aus, oder? So, dann würde ich sagen, bevor wir losfahren, zeige ich euch nochmal eben. So, wir machen mal bestätigen. Gut, und da haben wir auch die Kennzeichen dran. Wunderbar. So, dann starten wir mal den Motor. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Indoor-Sound, Outdoor-Sound. Wir gucken uns die Beleuchtung an. Blinker gehen. Rechte Seite natürlich auch. Und die Rundumleuchten. Die funktionieren auch. Haben wir eine Hupe? Oh, und zwar eine sehr schöne. Die finde ich wirklich schön. So, wir können mit Drive Control leider kein Allrad und keine Differenziale zuschalten. Aber dafür haben wir wirklich einen schönen Sound. Und auch, oh ja, schöne Federung. Definitiv. Hier, guck mal. Richtig schöne Federung. Wir fahren mal hier so ein bisschen. Genau, das bietet sich doch an hier. So, jetzt nehmen wir nochmal das mit. Sehr schön, oder? Eine schöne Pendelachse. Wunderbar, gefällt mir gut. Jetzt machen wir das Ganze nochmal von innen. Ja, man wird hier ordentlich durchgeschüttelt. Das gefällt mir gut. So, dann würde ich sagen, beamen wir das Ganze mal eben zum Hof.
denn wir wollen ihn ja noch in Action sehen, so richtig in Drescher-Action. Das Maisgebiss, ich habe jetzt leider kein Mais hier stehen, aber wir nehmen das mal mit zurück, hängen das auch mal an und dann können wir die Animation noch mal sehen mit dem Ausklappen. Das gefällt mir wirklich gut. Können wir jetzt auch sagen, uns gefällt das Kennzeichen nicht mehr? Ach, tatsächlich, wir können den sogar ummelden. Was natürlich auch nicht schlecht ist, ne? So, dann koppeln wir mal. Wir koppeln mal das Maisgebiss an. Gut, das funktioniert. Wir klappen das aus. Und auch das funktioniert natürlich. Wie gewohnt vom Rival funktioniert es hier wunderbar. Dann schalten wir das Ganze nochmal an. Ach so, ich muss ja natürlich den Drescher anschalten und vorher auch noch aufklappen. Ah ja, sehr schön. Gut, und dann schalten wir das mal an. Auch der Schrägförderer ist sehr schön animiert, wie man sieht. Wenn ich aussteige, läuft er weiter, oder? Ja. Also ihr seht, das sieht doch sehr schön aus. Hier unten auch animiert, da wo eigentlich wirklich ja eigentlich gar keiner hinguckt. Also wirklich sehr, sehr schön. Hören wir uns den nochmal von hier an. Wunderbar. So, wir koppeln aber mal eben wieder ab. Er hat auch eine richtig schöne Soundveränderung, ne? Muss man ganz klar sagen. So, leider verbindet sich die Zapfwelle hier nicht. Ja, da fehlt ein Stück Zapfwelle. Gut, ist eine Kleinigkeit. Könnte man vielleicht in der nächsten Version fixen. Müssen wir mal schauen. Da werde ich Rival auf jeden Fall nochmal fragen, ob das vielleicht noch möglich ist. So, wir schauen uns hier die Animation an, auch wenn wir jetzt da wahrscheinlich normalerweise rein befördert werden würden. Aber die Animationen sind wirklich sehr schön. Die gefallen mir gut. Wir machen mal aus. Starten das Ganze jetzt nochmal von innen. Oh, schön kerniger Sound, ne? Richtig kernig. So muss... Oh, jawohl. So muss es doch sein. So, dann fahren wir mal zum Feld und fangen mal das Dreschen an. Denn das ist ja auch nochmal interessant zu wissen, wie sich das Ganze damit verhält. So. Da sind wir auch schon. Dann senken wir das Ganze mal ab und hören noch mal den kernigen Sound. Sehr schön funktioniert das. Wir gucken mal eben in die Lok. Wir haben Lua Call Stack, Lua Call Stack. Was ist da los? Delete Sample. Bild. Jetzt ist die Frage, ist das... Boah. Was ist denn da los? Ich habe hier nichts anderes im Mod-Ort. Hier, den hat er geladen. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, ob das vom Drescher ist oder nicht. Würde mich jetzt wirklich mal interessieren, denn so wie er sich jetzt verhält, würde ich den auch sehr, sehr gerne für Let's Play-Geschichten von mir nehmen. Also wir können hier natürlich auch umschalten und es ist sogar animiert und es ist sogar sehr schön animiert. Sehr schön, das gefällt mir gut. So, und wir sehen schon die Auslastung, ja, aber wenn du natürlich mit einem 10 Meter Gebiss oder so unterwegs bist, dann merkst du es natürlich schon. Und jetzt gucken wir mal. Ah, Kornprobe entnehmen. Aktueller Verlust 0%. Hey, das ist ja cool, oder? Das ist ja cool. Das ist natürlich, wenn es regnet und du nimmst eine Kornprobe, dann kannst du sehen, ja Mensch, wie viel verliere ich denn wirklich? Könnte ich eventuell weiter dreschen? Lohnt es sich eigentlich überhaupt nicht mehr? Soll ich warten, bis die Sonne wieder scheint? Ja, das ist nicht schlecht. Und das Ganze machen wir jetzt auch mal. Ich hoffe, dass jetzt irgendwann mal Regen kommt. Und dann würde ich hier gerne nochmal im Regen dreschen. Aber wie man den LS15 kennt, wird es wahrscheinlich jetzt nicht regnen. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus. So, wir sind bei Tag 3 angelangt. Wieder kein Regen. Ach, und hier sieht man es auch gerade übrigens. Auch hier hinten ist es sehr schön animiert, ne? Läuft jetzt natürlich im Mega-Schnelldurchlauf hier. Aber wir wollen ja Regen haben. Das war jetzt schon ein paar Mal bewölkt. Das bringt uns noch nicht so viel. Kommt schon. Jetzt.
Jetzt sollte es gleich, jetzt regnet's. So, wir dreschen. Ach nee, jetzt ist es natürlich verwelkt. Oh je. Gut, wir testen das auf jeden Fall nochmal. Ich werde das nochmal nachreichen, definitiv. Werde euch dann sagen, wie viel Verlust ihr davon habt oder nicht. Und dann würde ich mich auch schon fast von euch verabschieden. Wir werden nochmal das Abtanken probieren. Ach, das ist ja auch wieder so typisch, ne? Das war natürlich nicht ausgeschaltet. Verdammte Klappaxt. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein sehr cooler Mod. Und ich gehe davon aus, dass er dann in der Kornprobe anzeigt, du hast jetzt so und so viel Verlust, hör lieber auf mit Dreschen oder drisch lieber weiter. Und ja, so, wir haben hier das manuelle Abladen mit der Taste Y. Und natürlich auch wieder ein sehr schöner Sound gewesen. Ja, wenn dir diese Mod-Vorstellung gefallen hat, lass mir bitte einen Daumen da. Und wenn es dir nicht gefallen hat, schreib mir in die Kommentare, warum. Ich kann mir auch schon denken, warum. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.